Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Hier geht's weiter mit Disco Elysium. Und wir haben hier gerade mit unserem, also gerade einmal drüben, die Sneakers angeschaut, einen kleinen Verkäufer. Jetzt waren wir hier drin, die Antiquitäten durchgeguckt und haben hier herausgefunden, also es ist so ein Pfandleier, dass wir unsere Waffe tatsächlich verpfändet haben, scheinbar. Und damit gedroht haben, uns selbst umzubringen, schon wieder in diesem Häuschen. Also, was auch immer wir getan haben, scheint es uns sehr schlecht damit zu gehen. Und irgendjemand anders hat diese Waffe abgeholt, hat sie gekauft, eine Frau. Aber wer das ist, wissen wir noch nicht. Es ist nur als neue Aufgabe jetzt des Waffefindens. Lasst uns weiter gucken. Nicht sehr hilfreich. Zumindest nicht, dass wir jetzt wüssten, was wir tun können damit. Wir haben hier noch fingerlose Handschuhe. Genau, die haben wir noch dazu bekommen seit dem letzten Mal. Nicht seit dem letzten Mal, sondern während des letzten Mals. Und wir schauen uns hier noch ein bisschen weiter um. Das Waterlock. Also irgendeine Wassersperre hier. Wahrscheinlich hier. Deswegen, das Ding ist nicht mehr in Betrieb hier. Die Schleuse. Hier liegt ein großes Schild. Butter Sign Down. Irgendwas Samarisches wieder. Die Samarianer müssen wir mal genauer noch untersuchen. Der Mann mit dem Messer offensichtlich. Guten Tag, Officers. Ja, der hängt da rum. Und isst Salami mit einem alten Jägermesser. Er schaut auf einen Mann, der auf der anderen Seite gestrandet ist. Und auf dieses Zeichen, was da unten im Wasser liegt. Okay, fangen wir direkt an. Was machen Sie hier? Sie Mann an der Schleuse. Oder wissen Sie, was das hier verursacht hat? Wissen Sie, was das war, was das verursacht hat? Ich habe es nicht gesehen. Aber es sieht aus wie Reifenspuren auf dem Schild, oder? Das ist komisch. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz schön viele wahnsinnige Raser in Rivercholl. Daredevil Drivers. Das klingt merkwürdig und er spricht weiter. Ja, ist auch ungünstig, dass hier alles immer ein Jahr braucht, bis es repariert werden kann oder bis es repariert wird. Gerade hier sowas wie eine Schleuse. Die ganze restliche Küste ist abgesperrt bis dahin. Bis es repariert ist. Wissen Sie, was da kommt, wenn man die Küste weiter runter geht? Oder kann ich ein bisschen von der Salami haben? Fragen wir ihn erstmal, was an der Küste weiter passiert. Naja, da ist ein Fischerdorf und ein verlassener Fischmarkt. Irgendeine Kirche. Da ist aber irgendwas in der Kirche, ist irgendwas los, das verstehe ich gerade nicht ganz. Denk kurz nach. Ja, ansonsten ist da nicht viel, nur ausgebombte Ruinen. Was das für ein, das haben wir ganz am Anfang, als wir aus dem Fenster geguckt haben, auch schon mal gesagt, kriegszerstörte Gebäude, was hier so richtig vorher los war. So ganz weiß man das auch alles noch nicht. Können wir ein bisschen Salami haben? Hey, wir haben Health zurückgekriegt, hatten wir aber gar nicht verloren. Sehr gut. Da haben wir eine Scheibe Salami gegessen, hat er uns gegeben. Möchten Sie auch ein bisschen was? Fragt er Kim. Ja, er überlegt kurz, natürlich, aber er nimmt dann eine. Warum nicht? Ja, und kaut auf dem rum. Das war alles? Ja, das war alles. Na gut. Schauen wir hier nochmal auf dieses Gerät. Da ist das
Steuerungsgerät dafür. Ein paar Lichter, also ein paar Knöpfe fehlen da auch schon. Lose Kabel hängen aus komischen leeren Löchern. Dann gibt es noch einen Schalter in der Mitte und eine Metallplakette daneben. So, unser Visual Calculus kann das interpretieren, dass es hier möglich war, dieses Wasserschloss, diese Schleuse zu schließen und daraus eine Brücke zu machen, auf der man dann über den Kanal gehen kann. Aber es gibt ein kaputtes samarianisches Butterzeichen. Es ist wirklich Butter, ja. Es scheint die Butter von da herzukommen. Wahrscheinlich bringt es nichts, wenn man da jetzt noch an dem Schalter zieht. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Ja, es klickt auch. Und dann macht es Klonk und nichts passiert. Wir könnten es jetzt nochmal härter probieren. Aber ich glaube, wir können es loslassen. Wir haben die Aufgabe, dieses Ding zu schließen am Mittwoch. Warum am Mittwoch? Spring. Also wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie rüberkommen und wahrscheinlich eine Feder. Ist das eine Feder? Spring? Also das würde... Ach so, das passiert als erstes, genau. Also der Schalter fliegt wieder zurück auf seine Originalposition. Ah, es hört auch auf zu schneien. Sehr gut. Aber wir müssen das noch schaffen. Unsere Perception, unsere Sicht sagt... Das Zeichen, das wir gerade eben gelesen haben, sagte, am Dienstagmorgen soll das wieder in Ordnung gebracht werden. Wir könnten jetzt noch einmal am Schalter ziehen. Da passiert das Gleiche. Jetzt probieren wir es doch nochmal härter. Nichts passiert. Kalter Wind. Sagt Kim. Ja. Er weiß auch, dass das nichts bringt und wir wissen das auch. Das war der gleiche Text wie vorher. Gut, dann schauen wir uns diese zerstörten Geschichten hier, das Butterzeichen, noch einmal an. Samaranische Butter. Das liegt im Kanal. Two ugly lines mar, weiß ich nicht. Also zwei hässliche Linien zerstören irgendwie. Da ist irgendein blonder Junge drauf abgebildet und der wird hier ein bisschen hässlich gemacht durch diese Zerstörung. Was ist samarische Butter? Was auch immer es ist, der Junge auf dem Schild scheint sehr glücklich darüber zu sein. Ja, unsere Sicht ist ein Knaller. Aber unser Hintergrundwissen weiß ein bisschen was. Das ist Ziegenmilchbutter. Das Terrain, also die Gegend von Samaran, da ist es einfacher, Ziegen zu halten als Kühe. Und die produzieren dort, die Farmer, die da sind, produzieren höchst qualitatives Fleisch und Milch. Und das wird in der ganzen Gegend hier verkauft. It's an acquired taste. So, wir könnten mit dem Visual Calculus jetzt probieren herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist. Das machen wir doch mal. Wir haben ja auch schon Reifenspuren gesehen. 72% ist doch ganz gut. Jawohl, endlich mal. Ah, gucke an. Hier. Also, wenn man sich den Aufschlag hier anschaut... Und die parallelen Linien von geschmolzenem Gummi war es wahrscheinlich also irgendeine Art Auto. Sehen wir jetzt auch hier. Die sind tatsächlich hier, die haben Stunt probiert, hier rüber zu fliegen. Schauen wir uns das mal genauer an. Ist das ein Flucht? Da ist irgendjemand abgehauen. Oh, wenn wir jetzt, wenn ich das mal kurz zwischenschieben darf, unser Polizeiauto... was wir bestimmt auch irgendwo haben, hier im Wasser finden, dann wird es jetzt arg deutlich, dass wir irgendwie was angestellt haben. Aber gut, wir schauen uns erstmal den Krater an.
Was ist das? Das hier, der Krater oder das? 35 Stundenkilometer war das Fahrzeug schnell, als es durch diesen Krater gefahren ist. Jetzt schauen wir uns das Dach von dem Schuppen hier an. Ja, und die schwarzen Markierungen, die man hier oben drauf sieht, die lassen darauf schließen, dass das Auto eben hier hochgefahren ist. Schauen wir ein Stück weiter. Und das war dann die Rampe, die Sprungschanze sozusagen. Das Auto ist durch die Luft geflogen, hat das Schild getroffen, hat diese Dinger halt zerstört, die Halterungen hier, die Stäbe, und ist dann weitergeflogen und hat das Schild mitgenommen. Ah, und das Schild hat den Fall des Autos in den Kanal dann sozusagen aufgehalten. Das ist natürlich ein super Stunt eigentlich. Sieht immer noch sehr frisch gemalt aus. Frisch, also die Farben sehen scheinbar immer noch so aus, als ob es noch nicht sehr alt wäre. Also da lässt sich von ausgehen, dass... also auch noch nicht durchgenässt von dem ganzen Wasser. Deswegen wahrscheinlich kann man sagen, dass es wahrscheinlich nicht so lange her ist, dass das passiert ist. Können wir das noch ein bisschen spezifizieren? Innerhalb der letzten 72 Stunden ist das passiert. Okay, schauen wir nochmal rüber auf die andere Seite. Und es ist tatsächlich immer noch mit Geschwindigkeit hier in einer kleinen Kurve gefahren. Und dann im Nebel der Küsten, der Küste verschwunden. Interessant. Können wir auch noch sagen, was das für ein Modell war, das Auto? Zwei Kandidaten, entweder ein Cupri 40 oder ein Linea G22. Da müssen wir kurz nachfragen, was das ist. Cupri 40, das klingt wie unser Polizeiauto, finde ich. Also ist ungefähr die richtige Größe. Und die Reifenspuren sehen so aus, als ob sie von dünnen Reifen stammen, die in letzter Zeit auf dieser Art von Auto, auf der Cupri 40, benutzt wurden. Und unser Hintergrundwissen sagt uns noch, dass das Cupri 40 sehr, ein sehr populäres Modell war, also sehr viel verkauft. With bank clerks. Topping Pie Delivery Drivers, Secondary School Teachers. Okay, also es war sehr beliebt bei zum Beispiel bei Lehrern, bei Lieferservice, bei Bankangestellten, bei Strippern, die als Polizisten gekleidet waren, bei Polizisten selber und auch bei unbekleideten Strippern. Interessant. Was unser Hintergrundwissen so weiß. Und das Linea G22, was ist das? Ein sehr stabiler, aber sehr leichtes, ein sehr leichtes Auto. Bei dem ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es so einen Sprung auch wirklich überlebt. Das ist nicht ganz so beliebt, dieses Modell, weil es so komische Proportionen hat. Wahrscheinlich hat das Team, das das designt hat, einfach zu lange drüber nachgedacht, sodass es dann nicht so schön war. Okay, was jetzt? Dann hören wir jetzt auf, wenn wir nichts anderes sehen. Also klar, was passiert ist, ist hier. Aber wenn es auf die andere Seite gekommen ist, dann ist es ja tatsächlich abgehauen. Also was ich meinte mit unser Auto, das stimmt ja dann hoffentlich oder glücklicherweise doch nicht. Okay, können wir den Mann da drüben nochmal sprechen? Nee, ne? Können wir darüber rufen? Nee. Gut, dann geht es hier gar nicht weiter groß im Süden. Dann gehen wir doch mal wieder zurück und rennen mal das erste Mal. Oh, Kim möchte mit uns sprechen. Wenn er das schon mal möchte.
Wir möchten mit dir reden. Ach nee, ich möchte mit dir über dich reden, haben wir jetzt mal genommen. Aber Kim weiß nicht, warum sein Leben in irgendeiner Form wichtig für diese Untersuchung wäre. Wir würden besser miteinander arbeiten, wenn wir uns besser kennen würden. Oder komm schon, mach ein bisschen auf. Oder da hast du recht, was soll schon Spannendes über dich erzählt werden? Nee, wir würden doch ein bisschen besser arbeiten, wenn wir uns besser kennen. Ja, das stimmt. Okay, für das Wohl der Untersuchung, was willst du wissen? Ich weiß nicht, ob das war, worüber er mit uns reden wollte. Wahrscheinlich nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Du hast Brillen auf. Das stimmt. Unser Körper sagt uns, wir würden den Lieutenant gern mal zu Boden bringen, aber wir kriegen nicht genug Testosteron produziert gerade. Na gut. Just observing. Ich beobachte nur. Ja, ich beobachte nur. Dann nehme ich mal an, dass Sie keine Brillen brauchen. Das stimmt. Du siehst nicht aus wie andere Leute aus der Gegend hier. Das ist, weil ich ein Halbseolite bin. Oder ein Viertel. Der Vater meines Vaters kam aus Seol. Und auch meine Großmutter, mütterlicherseits, ist es nicht wirklich interessant. Was ist Seol? Ein Teil dieser Welt, Officer. Ein geopolitisches Konstrukt und eine geografische Division. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass das nicht spannend ist. Okay, unser Hintergrund ist ein bisschen weiß, aber Seol ist ein protektionistisches, isolationistisches Städtchen, ein Staat, westlich von der Insulindien Isola, irgendwo auf einer anderen Insel auf jeden Fall, westlich davon. Eigentlich ist es wirklich sehr interessant. Einige würden sogar sagen, dass es mysteriös ist. Insofern fragen wir doch nochmal nach, wenn wir das schon wissen. Du sagst ja nur, dass es uninteressant ist. Ich will mehr über Seol wissen. Ach, Sie pflücken hier am falschen Baum, Lieutenant. Ich rede nicht über Seolite. Ich habe nie einen meiner Großeltern getroffen und ich war auch noch nie da. Er scheint sehr stolz zu sein, dass er noch nie da war. Ich bin ein ganz normaler Revacholier. Na gut. Komm, erzähl mir ein Geheimnis von dir, Kim. Nein, sagt er, nachdem er eine Augenbraue hochzieht. Ach komm, einmal nachfragen. Komm, erzähl mir was. Unser Gehirn sendet das Signal, dass wir nochmal fragen, zu unseren Lippen, aber die Lippen tun es nicht. Irgendwas lähmt sie. Es hat wahrscheinlich was zu tun mit der Augenbraue des Lieutenants. Ja, unsere Willenskraft sagt, dass seine Augenbrauen übernehmen Kontrolle über dich, psionische Kontrolle. Was passiert mit mir? Haben Sie irgendwas, Detective? Was passiert nur? Unsere Autorität ist auch verwirrt. Es ist, als ob wir eine Puppe in seiner Hand wären. Okay, es gibt nichts, was wir tun können. Jetzt geht seine Augenbraue auch wieder nach unten. Und wir haben wieder die Kontrolle über uns selbst. Okay, bevor wir hier weitermachen. So, ich weiß nicht genau, warum er mit uns sprechen wollte. Können wir auch nochmal weiter später schauen. Also hier gibt es, klar, so eine, wie heißt das? Kanalisationsdeckel. Da geht es auch in die Kanalisation. So, wir gehen mal hier links rum.
Denn hier sitzen ja auch noch einige Leute rum. Das sind die Reifenspuren, die hier hochführen. Oh, jetzt friert es hier ein. Das ist nicht gut. Das liegt aber an der Aufnahme, das kann ich euch versichern. Muss noch ein bisschen optimieren da. Irgendeine große tektonische Kraft hat hier diese Sachen zerrissen. Also ein Erdbeben oder was in der Richtung. Ja, da steht es jetzt nochmal. Sieht so aus, als ob es von einem Erdbeben kommen könnte. So, hier sind die Fischer. Oder was ist das da? Gehen wir mal zu den beiden. Die Bank können wir uns auch nochmal angucken. Ach nee, die spielen hier. Buhl oder sowas. Moment. Jetzt latschen wir mittendurch. Das ist nicht, du bist Dragon. Das Leben muss ja kein. Muss ja nicht hart sein. Jetzt muss er einmal rülpsen und hält sich die Hand vor den Mund. In a moment, officer. Let me just finish my sandwich. Talk to Angry Old René first. My sandwich. Ist auch schon wieder, also ich finde es super, wie die Leute vorgestellt werden mit diesen kurzen Momenten nur, wo sie Sprachausgabe haben, aber das ist echt toll. Also ich bin gleich bei Ihnen, Officer, ich muss nur noch erstmal dieses Sandwich zu Ende essen. Reden Sie lieber zum ärgerlichen, zum wütenden René, wenn Sie irgendwas wissen wollen. Gut, reden wir mit dem wütenden René. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Also, schämen Sie sich überhaupt nicht, sagt er. Nee, schämst du dich überhaupt nicht, sagt er zu ihm, zu dem, der da sitzt. Immer musst du über deinen Rücken jammern. Every time you bring out the measuring tape. Also mit einem Maßband irgendwie hat er, ich weiß nicht. Alle, you're a man with a fork in a world of soup. Please. Let's just try to enjoy the game, alright? René, du bist ein Mensch mit einer Gabel in einer Welt voller Suppe. Lass uns einfach das Spiel genießen, okay? Und dann isst er sein Sandwich weiter. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old, I can see that. We're both old. Now, stop grabbing your ass like it's a girl. Okay, jetzt versuche ich ja, aber du zerstörst meine Konzentration die ganze Zeit. Du bist alt, das sehe ich ja. Wir sind beide alt. Aber jetzt hör auf, mir an den Arsch zu fassen, als wenn ich ein junges Mädchen wäre. Unser Körper sagt, naja, die spielen Balls. Das ist ein Ballspiel, ganz offensichtlich. Ball nehmen und damit spielen, keine Fragen stellen, erst schießen. Niemals fragen. Also wir können jetzt mit einsteigen, einfach mal einen Ball nehmen, aber wir fragen mal, was das eigentlich für ein Spiel ist, was sie da spielen. Ah, unser Körper widerspricht aber und sagt, nein, nein, du weißt, was es ist. Da ist ein Ball. Du bist im Spiel, Mann. Okay, mit unserer Hand-Auge-Koordination, das ist das erste Mal, dass das ins Spiel kommt, glaube ich, können wir einen Ball nehmen und ihnen zeigen, wie es wirklich geht. Oder wir können nicht ins Spiel einsteigen. Oder sie besser erstmal beobachten. So, jetzt sind wir doch mal ein bisschen dreister. 72%, wir zeigen ihnen, wie das jetzt richtig geht. Hoffentlich. Nein, oh Gott. Ich dachte gerade, jetzt ist... Oh, oh. Bist du gefallen? Wieso haben wir da so rot? Das fühlt sich falsch an. Oh nein, wir haben es nicht geschafft, natürlich. 72% und wir haben es nicht geschafft. Ach, das fühlte sich falsch an. So falsch, als ob du die Brust deiner Schwester angefasst hättest. Du hast die Brust deiner Schwester geworfen. Sind Sätze. Mon Dieu.
Guter Job, Officer. Das war ein wunderbarer Wurf. Ich denke, das ist ironisch, oder? Ach nee, doch nicht, oder was? Es gibt keine zwei Wörter, die schlimmer sind zu hören für einen Athleten als Good Job. Das ist übrigens ein Zitat aus, wie heißt der Film mit dem Drummer? Ach, Whiplash. Ich glaube, das ist so, auch so gemeint. Und das hier war absolut erniedrigend. Also peinlich war es. Es war sehr peinlich, was wir hier gerade gemacht haben. Sehr schön. Okay, warum fühlte es sich so falsch an? Irgendwas war komplett unnatürlich. Irgendwie die Muskeln haben sich eigentlich daran erinnert, was sie machen müssen und haben es probiert, aber es gab wohl Gedankenlöcher, also Erinnerungslöcher. Oh, Moral runter. Ach, irgendwas musste man machen. Erst runter, dann hoch, dann auf jeden Fall müsste man ein bisschen springen. Vielleicht einen Punkt machen, aber das hier war auf jeden Fall ein Fiasko. Ich dachte, es würde irgendwas passieren, was ein bisschen spektakulärer wäre. Nein, wir können auch sagen, wir können jetzt ehrlich sein, das machen wir mal. Wir sagen mal, na, dieser Wurf war furchtbar und das wissen Sie auch. Sie müssen mich nicht hier veräppeln zu ihm. Was? Wovon redest du? Du hast gerade einen fast perfekten Petanki-Wurf gemacht. Und sein Tonfall ist tatsächlich voller Bewunderung. Da geht's vorbei. Moment. How are we going to get the shit off your nose? Wie sollst du nur jemals die Scheiße vom Officer von deiner Nase runterkriegen? Oder vielleicht besser aus seinem Arsch rauskriechen? Okay, er mag das überhaupt nicht, wie er sich vollschleimt bei uns. Was passierte mit praktischen Hosen, mit beständigen Hosen, mit den Hosen aus Reverscholl? Also, was kann ich für Sie tun? Okay, Kim steigt wieder ein. Ja, genau, Officer. Was brauchen wir eigentlich von diesen Leuten? Ja, wahrscheinlich nichts. Aber vielleicht wissen Sie ja was über den gehängten Mann im Whirling in Rags. Im Whirling in Rags Hinterhof. Nein, weiß ich nicht. Entgegen vieler der Leute, die hier wohnen. Ah, habe ich überhaupt kein Problem damit, den Gesetzeshütern zu helfen. Aber leider habe ich davon wirklich nichts mitbekommen. Und die meisten anderen hier? Ach so, jetzt wir beziehen uns auf, dass er sagt, nicht so wie die anderen kann ich gerne helfen. In Martinez ist die Gewerkschaft das Gesetz. Also können Sie am besten die Gewerkschaft dafür verantwortlich machen. Aber Sie haben kein Problem mit der Polizei. Polizist ist ein Pejorative, weiß ich nicht. Ich habe kein Problem mit Polizeileuten, mit Polizeimännern. Im Gegenteil, ich bewundere ihren Einsatz, um wieder Ordnung auf die Straßen zu bringen. Na gut, also wissen Sie irgendwas? Wenn ich etwas wüsste, wäre ich nicht ängstlich, es Ihnen zu erzählen. Ich weiß nur nichts. Hätte ich keine Angst, es Ihnen zu erzählen, aber ich weiß nur nichts. Ich bin nur ein alter Mann, aber kein Feigling. Das tägliche Geschäft, was das Riffraff, das alles geht mich gar nichts mehr an. It is true, Sire, sagt unser Drama. Er weiß wirklich nichts. Es sieht so aus, als ob ihr in einem Krater spielt hier. Ja, er nickt.
Der Krater bringt ein bisschen Abwechslung in dieses Spiel. Gab es hier ein Erdbeben? Nein. Das wurde von heftigem Artilleriefeuer hergestellt. Das kommt aus, naja, ihr wisst schon. Ein Artilleriebeschuss hat das gemacht. Aber warum? Warum was? Warum Artillerie? Weil das ist, was passiert, wenn Communards, das klingt ein bisschen wie Kommunisten, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt jetzt hier, dein Land besetzen, ihre Führerschaft durchsetzen und deine Hauptstadt in ein Schlachthaus verwandeln. Moment mal, wer sind jetzt die Communards nochmal? Kommis, ja tatsächlich. Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten. Sie können sie nennen, wie sie wollen. Sie benutzen den Namen nur, um sich besonders zu fühlen. Senseless Sentimentality ist schön. Wie übersetzen? Also gefühlslose Sentimentalität. In etwa. Ja, jetzt wollten wir gerade selber Kommunist werden. Das ist natürlich blöd zu hören, dass die jetzt hier alles in Schutt und Asche gelegt haben. Aber gut. Habt ihr Artilleriefeuer gegen sie verwendet? Leider nein. Es waren die Ausländer, die sie in die Knie gezwängt haben. Wir haben valiantly, weiß ich leider auch nicht, wir haben anders gekämpft, auf jeden Fall. Wir hätten auf jeden Fall dreckig kämpfen sollen, wie sie es gemacht haben mit ihrer Selbstmord-Moment, Suicide-Sex-Cult-Propaganda, Selbstmord-Sex-Propaganda-Kult, mit ihrem Selbstmord-Sex-Propaganda-Kult, das ist bestimmt anders besser zu übersetzen, aber egal, und ihren verrückten anarchistischen Frauen, die auf Splitterbomben geschnallt waren. Wir haben das nicht gemacht. Also unsere Kanonen waren nicht groß genug. Sie hätten sich einen Ort ohne Menschen und Gebäude aussuchen sollen für die Bomben, für den Bombenbeschuss, nehme ich mal an. Mann, dieser Ort ist der Strandkopf, mein Junge. Er zeigt zum Strand. Ja, sie mussten die erstmal weichklopfen, die Kommunisten. Der Strandkopf. Ja, The Beachhead, also hier wurde gelandet mit den Militäreinheiten, die sind hier gelandet, um Reverscholl zurückzuerobern. Martinez war eine von drei Footholds, also eine von drei Stationen in Reverscholl während der Operation Deathblow im Jahr 08. Und in Stella Maris und Delta waren die anderen beiden im Nordosten. Deathblow hört sich ja fies an. Das hier ist Blutgrund, also hier ist viel Blut geflossen. Die Koalition ist hier angelandet und hat diese Karnickel hier raus, nee, diese Karnickelhunde hier rausge. Gesäubert, hat diesen Bereich gesäubert. Wahrscheinlich spielen wir hier auf ihren zerstörten Leichen. Ja, Blutgrund, sagt er und schüttelt seinen Kopf. Da fängt der René wieder an, als ob er nicht schon sauer genug wäre.
Moment mal, die Koalition? Verstehen Sie mich nicht falsch, Officer. Ich hasse diese ausländischen Hunde. Aber der Gegner meines Gegners und so weiter und so weiter. Es ist das schlimmere Übel. Oh, oh, oh. Diese Geschichte, ey. Das ist nicht, was wir sagen, das habe ich gerade gesagt. Is that why everything is so bombed? Aber ist das, warum hier alles so ausgebombt ist? Das erklärt uns den ganzen Kriegszerstörungen. Oder ich weiß das schon alles. Nee, das explains the war damage. Das stimmt. Sie haben hier ja die ganze Stadt in Staub und Asche gebombt, bevor sie gestürmt haben. Und es hat auch noch funktioniert. Ja, irgendwie findet er das geil scheinbar. Irgendwas glänzt in seinem Auge. Der Rest der Stadt wurde schön aufgeräumt, aber Martinez ist quasi ein Monument. Ein dunkler Schatten läuft über sein Gesicht. Und jetzt leiten diese Gewerkschaftssozialisten diesen Ort. Es ist dein eigener Fehler, sagt Gaston Martin. Du, wir, die Koalition, Revachol, wen auch immer du dafür verantwortlich machen möchtest. Sie haben den Job nicht zu Ende gebracht. Offiziell hat die Party nie aufgegeben. Auch wenn sie immer noch Einfluss halten. Du verstehst nicht mal im Ansatz die Spieler, die hier am Tisch sitzen. Und überhaupt nicht die speziellen Sachen, die zu allem geführt haben. Jetzt dreht er sich wieder zu uns um. Was denken Sie? Ja, wir sollten eine Meinung haben. Unsere Rhetorik, that's how it should be. So sollte es sein, dass die Sozialisten den Weg für die hart arbeitende Bevölkerung klar macht. Ausländische Kräfte bringen unseren haben aufgeräumt und jetzt beherrschen sie uns und wir schütteln den Kopf. Diese Koalition sieht eigentlich ganz fähig aus. Kommunisten verstehen einfach nicht, wie Geld funktioniert. Oder ich denke überhaupt nichts. Wir wollten uns ja so ein bisschen Richtung Kommunist schon bewegen. Können wir das mal aufmachen hier? Ist das hier zu sehen? Oder hier, ne? Kommen wir da hin? Nee. Wo ist denn das? Ist das hier drin? Da ist es. Hier, Kommunist. Zu sechs Punkten sind wir Kommunist momentan. Ultraliberal, Moralist oder Faschist? Tja. Ich nehme mal das erste. Sanfte Sozialisten sollten den Weg für die arbeitende Bevölkerung klar machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, das meinen sie bestimmt nicht ernst. After 8 years of fighting these commies. Meine Güte. Das tut mir nur leid für Sie, dass Sie es, also nach 8 Jahren des Kämpfens, Moment, ich muss erstmal weiter gucken. Of fighting those commies, boiling cats, also nach 8 Jahren, in denen ich diese Kommunisten bekämpft habe, Katzen als Essen gekocht habe und meine eigene Pisse in den Bergen getrunken habe, würde ich es lieber sehen, wenn der König Guillaume nach Revachol zurückkehrt. Oder von mir aus der verdammte Clown Frizzle aus seinem Grab hochsteigt und uns führt. Leider war das nicht der Fall. Ja, das liegt ihm schwer im Magen hier, was wir gesagt haben.
Stattdessen ist alles, was gerecht, heilig und schön in dieser Welt war, weggewischt worden von Neonschildern mit Zahnpasta-Werbung überall. Ausländischem Einfluss, also Mülleinfluss, Scheißeinfluss und bescheuerter Musik im Radio. Das ist genau das, was die Kommunisten wollten. Das war ihr Plan von Anfang an. Das ist es, was sie ersetzen wollten. Das ist es, womit sie die Regeln des Suzeräns ersetzen wollten. Okay, wer ist Frizzle, der Clown? Ach, der scheiß Frizzle. Er war der König, den wir nicht beschützen konnten. Die Carabiniers haben ihn fallen lassen. Und die Krone. Der alte Veteran wird ruhig und massiert seine Brust. Er ist in den Händen des Hoi Polloi gestorben. In einer sehr öffentlichen Exekution. Meinen Sie Guillaume? Ein wahrer König in Blut und in sowohl Körper als auch Kopf. Lead Ravishall before Frizzle. Also er wäre besser gewesen, aber die verdammten Kommunisten haben ihn ins Exil getrieben. Es scheint so, unser Schauspielwissen sagt, es scheint so, als ob der Guillaume ihn verlassen hat und er es irgendwie nicht zugeben will. Also irgendwas klingt damit. Okay, was ist denn der Suzerän eigentlich? Der Suzerän ist der König. Hat jeder das schon vergessen? Er nickt und sagt zu sich selbst, sie haben es alle vergessen. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit dir zu sprechen. Du warst immer noch in Daddys Eiern, als das passiert ist. Als wir schon den letzten Angriff gegen diesen Dreck geführt haben und mit unserer Kavallerie direkt ins Gewehrfeuer geritten sind. Wir wundern uns, warum dieser Mann so stolz ist, haben aber nur eine 8% Chance. Probieren wir es trotzdem, was soll's. Alles, was du sehen kannst, ist ein Mann, ein Veteran, der sich weigert, die Vergangenheit und seine alte Uniform gehen zu lassen. Das ist nicht selten. Ja, er sieht, dass wir ihn angucken, nickt und sagt, ja, diese Uniform ist von den royalen, von den königlichen Carabiniers, als wir Frizzle the First, als wir im Service von Frizzle the First waren. Guillaume der Löwe und auch im Service von King Philippi, dem Fünften. Meinst du nicht Frizzle den Lustigen? Ach, sprich nicht so von seinem Namen. Auch wenn er ein Clown war. Jetzt dreht er sich wieder zu uns um. Aber er war unser Clown. Unser, um uns über ihn lustig zu machen. Unser, um ihn zu bedauern. Nicht bedauernd, um ihn zu beweinen. Irgendwas haben wir verpasst, sagt unsere Gelassenheit, aber wir werden da schon hinkommen, keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Zeit. Einen Gedanken haben wir noch, unser Physical Instrument. Oh, wir sind jetzt ein bisschen schlecht gelaunt wegen dem Ball, den wir da geworfen haben. Es ist eine Schande, aber wir werden dich wieder zurückkriegen in deine beste Kondition. Auch wenn es 1 Million Push-Ups braucht. Heißt das, du gibst mir jetzt Schimpfnamen, um mich zu motivieren? Oder du schimpfst mich voll? Ja, mach das.
bring mir meinen Stahlkörper zurück oder ich bin wirklich, wirklich nicht interessiert. Heißt das, du beschimpfst mich jetzt? Wird ein Schwertmeister sein eigenes Schwert beleidigen? Nein, ich werde dich athletisch nach vorne bringen, du Big Pussy. Yes, Sir. Ja, mach was Stärkeres aus mir. Es wird Blut, Schweiß, Pisse und Tränen kosten. Aber wenn ich mit dir fertig bin, mein Junge, wirst du ein Meisterathlet sein. Warte mal, warum Pisse? Wenn ein Mann seinen Geist und seinen Körper an etwas gibt, also an eine Sache gibt und 110% gibt, dann wird er sich manchmal einpissen. Das passiert einfach. Da gibt es auch nichts, ist nichts, um sich zu schämen. Wollen wir wirklich unser Physical Instrument, wir werden eine sehr merkwürdige Figur hier, aber warum nicht? Ich bin dabei, Coach. Da kriegen wir einen neuen Gedanken, sehr gut. Ja, Welt, hier läuft ein Sportsmann. Die Hände eingekalkt und die Haare zurückgelegt. Der Homo Athleticus kommt. Das ist doch schön. Da schauen wir noch einmal rein. Intense Workout. Dauert 40 Minuten. Und währenddessen haben wir kein Hintergrundwissen mehr. Weil wir uns wahrscheinlich nicht mehr konzentrieren können auf irgendwas. Das finde ich aber gar nicht schlecht. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir den Rest der Stadt erkunden. Beim nächsten Mal. Es ist 17.15 Uhr. Naja, gut. Wir schauen uns trotzdem alles weiter an. Und genau, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ja, ja, die guten alten Tage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.